Instant-Forschung fertig. Ja. Bieten ist fertig. Das können wir später testen. Ich wollte jetzt eigentlich töten. Das heißt du. Also, Loch zu machen wäre eventuell noch ganz nett. So. Auto. Da. Nur eins. So. Füllen mit der Hälfte nur des Treibstoffs. Nicht unsere eigene Mauern zerstören und Karte gucken. Oh, stopp, stopp, stopp. Wo wollen wir hin? Da oben sieht gut aus. Das Ding da. Oh. So, 30 Artefakte ist das Ziel. Mal gucken. Hier ist überall Grünzeug. Sind sie schon. Au. Au. Viecher kommen jetzt schon auf. Ich mach mal einen kleinen Weg. Oh. Okay, Auto ist gleich kaputt. Da ist der Spawner. Oh. Fertig. Oh. Wo kommt ihr jetzt her? Aussteigen. Fünf Stück. Mau. Extrem mau. Ich glaube, die kommen von der Basis oben links. Reparier, 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 reparier. So. Rein. Wie schaut das da hinten aus? Das ein Spawner. Oh, da ist tolle Basis. Genau sowas suche ich. Einmal durchrushen. Fünf Alien-Artefakte. So. Was haben wir? Oh, fünf. Ja, komm, warte mal. Solange keine Würmer da. Oh. Jo, jo, jo. Okay, drei große blaue. Meine Lasergeschütze sind echt praktisch zum Kiten. Oh. Oh, Granaten mal testen. Granaten sind doof gegen blaue Beißer. So. Alles kaputt? Au. Ja, Auto ist fast kaputt. Ah, das ist doch mal ein schickes Bild. Mitkommen, mitkommen. Alles mitkommen. Ja, also das größte Problem, was ich momentan so sehe, sind die Würmer. Wenn eine Basis keine Würmer hat, ist sie vollkommen schutzlos gegen unsere Hightech-Kite-Aktion. Also mit dem Buggy wegfahren und hinten rausschießen. Unfair, aber sehr effektiv. Wie viel haben wir jetzt schon? 43. Aber es läuft gerade so gut. Ich guck mal kurz nach hier oben. Ah, sind Würmer. Und ich habe ganz viele Beißer gepult. Das ist nicht so schön. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Da ist eine kleine Basis. Oh, und da ist eine Riesenbasis. So, da hinten kommt was. Was könnten meine Türme schon machen? Ich guck mal, wie stark die Türme sind. Die sind super. Guckt euch das mal an. Ich muss kein einziges Mal schießen. Ich bin im Bar. Meine Schultern töten alle. Oh. Meine Schultern töten alle Gegner, wollte ich sagen. So, da sind viel zu viele Würmer. Ja, okay. So, also solche Basen, dafür sind wir noch zu schwach. Wir sind zwar schon toll und so, aber nicht so toll. Und es wird Nacht und jetzt haben wir ein echtes Problem. Also, ab nach Hause. Wir waren sehr erfolgreich. Fand ich zumindest. 40 Stück, kann man nicht meckern. Ah, warte. Na, stopp, 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 stopp. Rückwärtsgang. Mach mal, mach mal, mach mal. Warum schießt du gerade? Da. Irr. Okay. Es hilft ein wenig. Aber nicht wirklich viel. Oh. Also, ich will nur nach Hause. Das möglichst. Ja, okay, anhalten. Reparieren.
könnte den Wagen einfach stehen lassen. So schwierig sind die Dinger nicht zu bauen. Anstatt hier stundenlang rumzueiern, jetzt gleich... Nee, oh, das ist ein großer. Der Spawner sah irgendwie anders aus. Ah, durch da. Ah, alles weg hier. So, sehr gut. Ich einfach dem Smog folgen, dann kommen wir nach Hause. Jupp, da ist der Smog. Oh, oh. Ah, nicht zur großen Basis da unten hin. Das ist nicht so schön. Oh, Muni ist gleich alle. Das ist nicht gut. Bau mal neue Muni. Ja, und aus. Okay. Buggy als Rammbock nutzen und each. Raus hier. Sehr schön. Du zu. Ich hätte gerne einen Fusionsreaktor. Haben wir genug blaue Chips? Nö. Es hapert immer noch an roten. Ja, genau, das komische grüne Ding daraus. So. Also es hapert anscheinend immer noch an roten Chips. Und grün. Grüne sind auch nicht mehr positiv im System vorhanden. Na, das ist komisch. Lauf mal nach. Was war das? Das war Stahl. Oh, und 74 blaue. Das sind ja nicht mehr viel, nicht mehr viel. Die restlichen Alien-Artefakte zu Science-Packs machen oder lieber aufbewahren für irgendwelches Hightech-Zeug? Ich glaube lieber Hightech-Zeug. Und ich will jetzt eigentlich runter und gucken, wie es hier mit den Chips läuft. Genau, also ihr seid nicht mehr durchgehend am Arbeiten, weil das Ding nicht hinterherkommt. Okay, wir brauchen Requester-Chests. Hol ich gleich ein paar mehr. Munition kurz abbrechen. Die neuen Schuss reichen eventuell für den Angriff. Wir brauchen dann eine neue Requester-Chest. Pro Dingensbummens. Und die hätten gerne auch alle Kupferdraht. Nee, nicht Kupfer. Kupferdraht. Und ein Stück. Kupferdraht. 100 Stück. Haben wir überhaupt einen Überschuss an Kupferdraht im System? Nein, haben wir nicht. Also macht es auch gar keinen Sinn, hier irgendwas zu bauen. Das ist für später. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass hier mehr los ist. Woran hapert es bei euch? Haben wir Kupferplattenüberschuss? Nein, haben wir nicht. Also weiter runter. Hierhin. Haben wir Kupfererzüberschuss? Ja. Also brauchen wir nur mehr davon. Und so geht man einfach schön Schritt für Schritt die Reihe lang, bis man beim Verursacher angekommen ist. Hier. Du. Du. Ich brauche noch eine blaue Kiste, zwei rote Kisten. Du hättest schon mal gerne Eisenerz. 500. Du da hättest auch gerne. Ja, Kupfererz, nicht Eisenerz. Kupfererz. 500. Ärmchen, 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 Ärmchen. Oh. Erste Kiste. Zweite Kiste. So, jetzt müssten wir mehr Kupferplatten haben. Dadurch wird mehr Kupferdraht hergestellt. Dadurch werden mehr grüne Chips hergestellt und dadurch mehr rote Chips hergestellt und dadurch mehr blaue Chips hergestellt. Und dann kriege ich hoffentlich irgendwann meinen Fusionsreaktor in meine Brust gesetzt. Da. Hier muss ich gar nicht gucken. Hier muss ich gucken. Ja. Arbeiten fast nie. Da brauche ich viel mehr Kupferplatten. So, Laser Turret Damage Upgrade. Laser Turret Shooting Speed Upgrade. Research. Aber sehr gut. Die blauen Tränke stauen sich jetzt schon mal. Das heißt, wenn wir später irgendwas haben, was wir wirklich unbedingt erforschen wollen, sind die schon mal vorrätig. Weil sonst ist es immer so ein Hackmack mit denen hier. Britzel, Britzel. Ja gut. Ja, was kann ich jetzt noch machen? Kupferdraht. Da haben wir immer noch nicht genug Kupferplatten. Wir brauchen einfach noch mehr Furnisse. Aber da fehlen mir die Steine für, ha? Huh? Nee, rote Chips? Oh.
Okay. Müssten doch eigentlich... Oh, hier fehlt irgendwas. Nein! Nicht ernsthaft. Plastik? Was zur Hölle? Oh, ich ahne Schlimmes. Wir haben so viel Schweröl. Ich brauche einen Tank. Also, weil alles andere müsste ja eigentlich verbraucht werden. Ja, Petroleumgas ist leer. Weil alles zu Schwefel gemacht wurde. Stopp. Gekappt. So, also das hier unten bekommt jetzt kein, absolut kein Petroleumgas mehr ab. Warte, das war das Falsche, was ich gekappt habe, oder? Was zur Hölle habe ich gerade gekappt? Nein, doch, war richtig. Schwefel. Oh, warte. Wir haben ja gar keinen Schwefel für die Explosives. Die Schwefelklumpen landen gar nicht im System, die wurden immer weitergereicht. Und zwar hierher. Und ich glaube, das da ist gar nicht mit dem da verbunden. Okay, wir müssen jetzt mal eine kurze Weile mit den Rohren wieder rumhantieren. Verbinde das bitte damit. Damit das Schwefelzeug da auch benutzt werden kann. Du bist einigermaßen okay. Das heißt, alles, was jetzt an Petroleumgas produziert wird, landet hier, um Plastik herzustellen. Also ist gut und wichtig und richtig. Mein befürchteter Stau, ist der hier aufgetreten? Ja, ist er. Das heißt, wir hätten gerne da eine Abzwackung. Du musst weg, du stehst falsch. Wer ist dahin? Ja, da eine Abzwackung. Dann wieder normales Rohr. Hier lang. Und dann wird hier irgendwo ein Tank angeklatscht. So. Du füllst dich jetzt ziemlich schnell. Weil dir der leer wird. Okay. Gut, weil das war der einzige Abnehmer für Rohöl. Für Schweröl. Für Lubricant und dann für Schweröl, ja. Und dadurch, dass dann da ein Stau war, wurde eventuell kein Öl weiter verbrannt. Aber ich sehe eher, es liegt daran, dass wir kaum noch Öl haben. Also ja, wir haben mehrere Viecher hier, die 0,1 pro Tick produzieren, aber es ist halt wenig. Das heißt, da brauchen wir auch mehr. Aber Hauptsache Plastik ist erstmal wieder da. Das kam echt unerwartet. Wir hatten so viel im System gehabt, aber na gut. Nee, lass ich mal in Ruhe. Okay. Blaue Chips über, die nehme ich mir nochmal. Rote Chips kommen auch wieder. Okay, gucken wir uns mal die Requester Chest an bei den roten Chips. Die da wäre hier. Ja, kein Plastik drin, vorrätig. Und alles sofort draufgelegt. Ja, okay. Ich muss jetzt alle Öllieferanten einmal angucken, ob die so laufen, wie sie laufen sollten. Wir haben hier nämlich noch zwei, die benutzt werden könnten. Dazu brauchen wir Pump Jacks. Zwei Stück. Schön, nur zwei, ne? Eins, zwei. Ist hier noch irgendwo ein Feld gewesen? M. Ne, zwei da. Da sind drei, da sind zwei. Die drei müssen wir uns auch nochmal angucken. Aber erstmal hier, die da. Dann brauchen wir die Rohre wieder. Wo sind die Rohre hin? Du nach unten. Normale Rohre bauen. Oh, oder wir nehmen einfach die hier. Klack. Pappen die da ran. So. Wie viel produzierst du? 0,1. Aber es ist noch eine 0,1 mehr produziert. Und irgendwann haben wir so viele Pumpjacks, die 0,1 produzieren, dass das dann auch wieder hinhaut. So, du... dahin, darunter, da raus. Da kommt Öl an. Da wird Öl bald zu einem vollen Fass umgebaut. Volles Fass kommt hierhin, volles Fass wird nach oben gebracht. Okay, und hier sind wieder doofe Rohre, die nichts machen. Weg, 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 weg. So, das war schon mal eine kleine Verbesserung. Dann...
Dann gehen wir runter und gucken zu diesem Dreierfeld, was auf der Karte noch war. M? Ja, südlich von uns. Hier irgendwo. Nee, noch weiter. Hier, das Dreierfeld. Ja. Warum kriegst du keine Barrels? Empty Barrels. Bau sofort Empty Barrels. da. Warum haben wir keine davon im System? Das ist sehr komisch. Mehr rein. Oh, und ich habe gerade gesehen, der Arm hat 4 Stück rausgenommen. Also Fabriken zählen definitiv als Container. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Und die werden abgeholt. Die werden nicht abgeholt. Warum holt keiner volle Fässer ab? Doch, jetzt werden sie abgeholt. Ah, okay. Ja, das ist komisch. Hier haben wir nämlich noch Pumpjacks, die über 0,1 pro Tick produzieren. Und ein volles Dings und was weiß ich. Und es mangelte einfach nur daran, dass nicht genug leere Fässer da sind. Was ich halt nicht verstehen kann, weil die vollen Fässer werden ja nach oben gebracht, werden dann ausgekippt. Und die leeren Fässer bekommen eigentlich eine Provider-Chest, wodurch sie dann wieder im System so wieder nach unten gebracht werden müssten. Aber da ist irgendwo was faul.